Nächste Aufgabe zu den Zeichenketten. Ich möchte gerne eine Funktion, die eine Zahl nimmt und die Zahl dann wirklich als Zeichenkette zurückliefert. Also aus der Zahl 1 soll 1 werden, aus der Zahl 42 soll werden 42 als Zeichenkette tatsächlich und so weiter. Vielleicht überlegen Sie sich gerade erstmal, was jetzt eigentlich die Bausteine sind, aus welchen Bausteinen bastle ich das zusammen. Ich möchte jetzt nicht 99 oder 100 oder sowas, die 0 soll auch wirklich 0 werden, bis zur 99 soll es gehen. Ich möchte jetzt nicht diese 100 Zahlen für sich jeweils abspeichern, ich möchte die aus Bausteinen zusammenbasteln. Also aus der 99 soll werden 99. Überlegen Sie sich gerade mal erstmal, welche Bausteine man bilden kann, um die ausgeschriebenen Zahlen zusammenzukriegen von 0 bis 99. Und dann schreiben wir eben eine Funktion, die das kann. Also wir gehen von vorne durch und gucken, wo wir Spezialfälle haben. Von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da ist sowieso nichts zu holen. Die müssen wir alle einzeln haben. Ich schreibe mal vielleicht Spezialfälle drüber. Oder Fälle, so. Fälle, das lässt sich nicht anders machen. Dann kommt 10, passt auch nicht ins Schema. 11, 12, 13, 12, naja, 13 könnte schon wieder gehen. 13, 14, 15, 16 haben wir gerade gemerkt, bei dem muss man aufpassen. 13, 14, 15, 16, es ist ja nicht 16, sondern 16, da muss man aufpassen. Und 17 ist nicht 17, sondern 17, aber 18, 19 haut wieder hin. Vielleicht kriegt man die irgendwie zusammen. Dann haben wir 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Diese ganze Liste scheint was zu werden. 20 bis 29, 30, 31, 32 und so weiter bis 39. Also ab da scheint es dann regelmäßig zu werden und dann 90 bis 99. Soweit so gut. Das wären also hier vorne 13 einzelne, vielleicht 16, 17 auch noch einzeln zu nehmen. Und dann müsste man sich jetzt das Rohmaterial zusammensuchen. Man müsste jetzt das Rohmaterial destillieren, um die übrigen Sachen zusammenzubauen. 3, 10, 4, 10, 5, 10 und so weiter. 20, 1 und, also 1 und 20, 2 und, das ist immer dann so und so viel und. Diese hier müsste man alle über einen Kamm scheren können. Vorschläge, wie fangen wir an? Ich brauche ein Wörterbuch, mit dem ich meine Funktion irgendwie füttern kann. 0, 1, 2 und so weiter, 20, 30, 40 und so weiter. Wie wird man so ein Wörterbuch anlegen? Vielleicht fangen wir damit an. Meine Funktion kriegt ein Wörterbuch. Wie würden Sie so ein Wörterbuch anlegen? Der Ärger wird sein, wenn man sich jetzt diese Bausteine speichern wird. In welcher Form legt man ein Array an? Wenn ich hier anfange mit 0, NULL, mit der 1, 2, irgendwann kommt 90, 90. Wenn ich das jetzt als Array ablege, wäre das ein Array von Arrays. Diese Zeichenkette für sich ist ein Array, diese Zeichenkette ist ein Array und so weiter. Diese Zeichenkette ist ein Array. Und wenn Sie das erstmal ganz streng machen in C, hätten Sie in jeder Zeile hier für jeden dieser Bestandteile gleich viel Buchstaben. Das heißt, ziemlich viel Luft drin. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Vielleicht fangen wir das erstmal so an. Also hier würde ich ein zweidimensionales Array haben, das so breit sein müsste, wie das längste Wort lang ist. Und vielleicht auch sogar noch eine abschließende Null, wenn ich den Platz investieren will. Und dann habe ich also ganz viele Leerstellen drin, die ich eigentlich nicht haben will. Was man machen könnte, ist, dass man eine lange Zeichenkette nimmt und dann alles hintereinander schreibt. In eine einzige lange Zeichenkette. 0, 1, 2, 3, ohne Leerzeichen und so weiter dazwischen. Und dann macht man ein weiteres Array auf und merkt sich, an welcher Stelle steht die 0, an welcher Stelle steht 1, 2 und so weiter. Das schreibe ich dann in ein anderes Array rein.
Die 0 steht bei der 0, die 1 steht also bei der Stelle 4, 5, 6, 7, 2 steht bei der Stelle 8. Ich würde in dieses Array reingucken und wüsste dann, wo ich in meiner langen Zeichenkette suchen muss. Das ist jetzt aber total eklig, weil da müssen wir jetzt nachzählen, wo man jetzt ist. Ich glaube, ich greife jetzt zu dieser Lösung. Das wird dann etwas mehr Speicherplatz sein. Lässt sich aber in endlicher Zeit bewältigen. Also, ich brauche ein Array. Jetzt wird das spannend. Ein zweidimensionales Array von Char. Versuchen Sie das mal tatsächlich hinzuschreiben, wie das aussehen müsste. Ein zweidimensionales Array von Char, initialisiert mit 0, 1, irgendwas, irgendwas, 90. Nochmal Arrays aus Arrays. Erstmal mit ganzen Zahlen, noch keine Zeichenketten und so weiter. Ein Array, das A heißt. Ein Array aus Arrays. Das wird dann noch nicht fertig sein, aber ich fange mal so an. Das möchte ich jetzt initialisieren. Ich fange an mit einer ersten Liste. Sagen wir 1 und 2 sind in der ersten Liste drin und in der zweiten Liste sind 3 und 4 drin. Ich habe jetzt also ein Array, das hat zwei Zeilen und zwei Spalten. Das hier ist die oberste Zeile, das hier ist die untere Zeile. Oder wenn Sie so wollen, 1 ist die linke Spalte und 3 gehört auch zur linken Spalte. Vielleicht sollte ich mal untereinander schreiben, damit das klarer ist. So ist das vielleicht klarer. Das wäre jetzt ein Array mit zwei Zeilen und zwei Spalten. Müssen wir mal gerade mal make. Und zu sehen, dass er das nicht will, weil... Na, machen wir es hier. An Array may not have elements of that type. Sehr schön. Er wird uns wahrscheinlich sagen, dass er hier wissen will, wie viele, oh, was sind das dann, wie viele Spalten es sind. Das sieht besser aus. Number of Errors, Zero. Also der Compiler, der C-Compiler ist nicht ganz so klug. Sie könnten zwar hier die vorderste Größe weglassen, das wäre die Zahl der Zeilen, aber er will von den hinteren Dimensionen dann schon wissen, wie groß die sind. Hier sind es dann jeweils zwei, die hintereinander stehen. Das wäre die Initialisierung eines zweidimensionalen Arrays aus Zahlen. Vielleicht mache ich nochmal klar, wenn diese Dinger drei Spalten hätten, zwei Zeilen, drei Spalten, dann wäre das also hier so. Zwei Zeilen, drei Spalten. Auf machen wir mal den hier. Wie würden Sie auf die 13 zugreifen? Was schreiben Sie? A von wie viel? Wie greifen Sie auf die 13 zu? Okay, also die 13 kriege ich in der Zeile 0. Nicht die Zeile 1, in der Zeile 0 und in der Spalte 2. 0, 1, 2. Also müsste ich die 13 kriegen, wenn ich A von 0, 2 aufrufe. Sicherheitshalber. Man weiß ja nie. A von 0, 2. Mal sehen. B ist 13, unglaublich. Also Vorsicht, C fängt mit 0 an zu zählen. Das geht oft schief. Nennt sich dann Off-by-One-Error, der 1-Daneben-Fehler. Okay, das war jetzt ein Array, ein zweidimensionales Array für Zahlen. Jetzt will ich ein Array von Zeichenketten. Das ist also ein zweidimensionales Array von Buchstaben. Das muss ich nochmal aufmalen. Hier mein, ich sollte nicht sagen Wörterbuch, mein Baukasten. Das ist ein zweidimensionales Array von Buchstaben. Jede Zeile ist eine Zeichenkette. Und jede Spalte, wir sehen, die Spalten in diesem Array sind ziemlich unsinnig. N, E, Z und so weiter. N, die Spalten sagen Ihnen jetzt nichts. Aber auch in den Spalten stehen lauter Buchstaben dann eben drin. Wichtig sind an dieser Stelle die Zeilen. Die bilden jeweils eine Zeichenkette. Und das ist jetzt, das ist jetzt analog. Ich sage mal Baukasten. So, die äußeren Schweifklammern sind, um zu sagen, ich möchte ein Array initialisieren. Hier hatte ich Schweifklammern gesetzt um jede Zeile. Jetzt setze ich aber keine Schweifklammern mehr um die Zeile. Ich habe hier Zeichenketten. Also es geht los mit 0. Das ist die erste Zeile. Jetzt kommt die zweite Zeile, 1. Und jetzt kommt die die dritte Zeile, je nachdem wie man zählt, die nächste Zeile auf jeden Fall ist es die 2 und dann kommt die 3.
und so weiter. Das wäre mein Baukasten. Eine spannende Frage ist, wie groß der auf der zweiten Dimension werden muss, weil, wenn Sie hier wieder sagen, Make, will er das natürlich nicht. Er will wissen, wie groß die Zahl der Spalten ist. Mal gerade überlegen. Wir sehen es dann gleich. Ich habe jetzt schon meckern. Sagen wir mal 9. 9 reicht für 8 Buchstaben und die 0 am Ende. Das wäre ja schon mal was. Wenn ich das mal gerade angucken, wie das jetzt im Speicher aussieht, habe ich hier natürlich dann unter Statics stehen. Ich muss es einmal verwenden, damit das auch anlegt. Char C ist gleich Baukasten. Von was will ich? Von der 1, also die Zeile mit der Nummer 1, die Zeile, die die Nummer 0 hat, die Zeile, die Nummer 1 hat. Und der Zeile mit der Nummer 1 gebe mir den Buchstaben, der dritte ist, also hier die 2, nicht die 3. Der erste Buchstaben ist Nummer 0, Nummer 1, Nummer 2. Das sollte jetzt also ein N sein. Mal sehen. C ist ein N, unglaublich. Mal gerade bei den Statics dieses Array angucken. Das sind jetzt die Zeilen in meinem Array 0, 1, 2, 3 und darin stehen jetzt dann diese Einträge. Sie sehen, die freibleibenden Einträge sind wieder automatisch mit Nullen gefüllt. Wenn Sie initialisieren in C, wenn Sie ein Array initialisieren in C, werden die Stellen, die Sie nicht füllen, mit Nullen gefüllt. Das passt natürlich schön zu den Zeichenketten. Was mich speicherplatzmäßig nervt, ist, dass jetzt hier eben diese Nullen dann drin stehen für nichts und wieder nichts. Die Null am Ende der Zeichenkette ist nicht so spannend, weil ich weiß, es sind sowieso höchstens 8 Zeichen. Die könnte man einsparen und die Nullen davor könnte man erst recht einsparen. Also hier wird ganz schön viel Speicherplatz verschwendet. Andererseits wird es so jetzt relativ einfach zu schreiben sein. Relativ. Also irgendwas bei 25 Einträgen. Jetzt alles hier schön auf Schweizerisch geschrieben, mit SS statt SZ, weil das Thema will ich jetzt gar nicht anfangen. Wie kriege ich ordentliche Umlaute hin? Das und für 21, die ein, das ein hier, nicht 1 und 20, sondern 21, deshalb das ein noch. Jetzt müsste man anfangen, aus diesem Baukasten Sachen zusammenzusuchen. Ich würde erst mit den, wie soll ich sagen, mit den großen Stücken anfangen und dann nachher das Kleinvieh behandeln. Die großen Stücke wären für mich 20, 30, 40 und so weiter. Die lassen sich ja alle über einen Kamm scheren. Probieren Sie das mal. Also die Zahlen von 20 bis 29 irgendwie, in Anführungszeichen, irgendwie genauso behandeln wie die von 30 bis 39 und die irgendwie genauso behandeln wie die von 40 bis 49 und so weiter bis 90 bis 99. Die müsste man alle über einen Kamm scheren können. Also eine Funktion, die nichts zurückliefert, auch wenn man es erst nicht glauben mag. Die Funktion liefert nichts zurück, scheinbar. Nennen wir das denn Zahl in Zeichen? Ach, irgend sowas, Zahl in Zeichen. Sie soll die Zahl kriegen, nennen wir sie Z. Eigentlich könnte ich hier unsigned nehmen, weil ich will erstmal keine negativen Zahlen haben, aber egal, nicht so kompliziert. So, und der Trick ist jetzt, damit das Ding was zurückgeben kann, gebe ich ihm eine Zeichenkette. Das sieht komisch aus. Ich gebe dieser Funktion eine Zeichenkette. Die Funktion schreibt in die Zeichenkette rein und gibt mir auf diese Weise was zurück. Bisschen komisch, aber C ist halt komisch. So funktioniert es auf jeden Fall. Zeichenketten zurückgeben ist eine andere Geschichte. Eine heikle Geschichte. Wir kommen noch zum dynamischen Speicher mit MLOC, Memory Allocate und so einem Kram. Aber das hier wäre die, wie soll ich sagen, die grundlegende Lösung. Ich gebe meiner Funktion eine Zeichenkette, die Funktion schreibt in die Zeichenkette und dann sind alle glücklich. Ein Ärger ist jetzt, dass unsere Funktion nicht weiß, wie lang diese Zeichenkette ist. Wenn diese Zeichenkette hier zu kurz ist, könnte unsere Funktion gerne mal auch zu viel schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt behandeln will. Ich schreibe mal dahinter noch To-Do, um es dann vernünftig zu machen. Ist A lang genug? Das müsste man eigentlich dann noch abfangen. So, unser Baukasten wird nur in dieser Funktion benutzt. Den schmeiße ich da rein. Das gibt höchstwahrscheinlich Ärger, wenn ich das zu kompilieren versuche, weil das hier als lokale Variable auf dem Stack angelegt würde.
Static davor, wird es an einer anderen Stelle angelegt und sollte passen. Das hier unten brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die erste Geschichte, die ich ausrechnen muss, ist die Einerstelle und die Zehnerstelle von diesem Set. Also int einer ist gleich, das ist, was bleibt, wenn ich durch 10 teile, was als Rest bleibt, wenn ich durch 10 teile. So, das ist die Einerstelle. Und die Zehnerstelle, das ist, was rauskommt, wenn ich durch 10 teile. Das ist ja eine, upsala, wenn ich durch 10 teile. Das ist ja eine Ganzzahlendivision. Soweit das. Und jetzt weiß ich, wenn die Zehnerstelle größer gleich 2 ist, dann ist die Welt in Ordnung und es geht alles nach Schema F. Versuchen Sie das mal hinzukriegen. Wenn die Zehnerstelle größer gleich 2 ist, möchte ich in diese Zeichenkette hier was Sinnvolles reinschreiben. Das könnte man jetzt zu Fuß kopieren mit for, oder Sie erinnern sich an String Concatenate, str cut, oder sprintf würde auch irgendwie funktionieren. Man könnte es auch zu Fuß machen, mal gucken. Ich habe mich gerade entschieden, dass wir nicht String cut concatenate verwenden, sondern tatsächlich zu Fuß kopieren. Das heißt, ich merke mir, was ist das Zeichen, was ich gerade schreiben will? Was ist die Position, an der ich gerade bin in dieser Zeichenkette A? Am Anfang bin ich am Anfang. Nach jedem Zeichen, das ich reingeschrieben habe, stelle ich P um 1 weiter. Vielleicht ist das gleich sogar auch eine Chance, hier die Länge der Zeichenkette auch noch zu berücksichtigen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen hier. Okay, also das ist jetzt quasi die Nummer, nicht nur quasi, das ist die Position des Zeichens, das ich als nächstes schreiben will. Und das mache ich dann zu Fuß. Wenn die Zehnerstelle größer gleich 2 ist, 20, 21 und so weiter, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn die eine Stelle gleich 0 ist, 20, 30, 40, dann gebe ich gar nichts aus für die eine Stelle. Insofern ist es jetzt ungeschickt, wenn die eine Stelle nicht 0 ist, das brauche ich. Wenn die eine Stelle nicht 0 ist, dann will ich jetzt was für die eine Stelle ausgeben. Und danach, machen wir vielleicht mal hier, hier will ich die eine Stelle ausgeben und danach will ich die und Zehnerstelle ausgeben. Das möchte ich gerne. Wenn der Zehner größer gleich 2 ist, 20 bis 90, gucke ich mir an, ist die Einerstelle nicht 0, 21, 22 und so weiter, dann gebe ich erst die Einerstelle aus, dann das und, oh, das kommt noch da rein, dann das und in jedem Fall die Zehnerstelle, 1 und 20. Wenn die eine Stelle 0 ist, gebe ich nur 20 aus. 30, 40. Die eine Stelle ausgeben. Die eine Stelle. Das heißt, ich gucke jetzt in meinem Baukasten nach. Ah, das wird spannend. Okay, 1 darf ich nicht ausgeben. Aber schön. 2, 3, 4 und so weiter kann ich direkt nehmen. Ich nehme aus meinem Baukasten. Jetzt wird das sehr spannend. Ich brauche zwei Indizes, zwei Dimensionen, zwei Indizes. Welche Zeile des Baukastens brauche ich? Das ist die Einerstelle, 0, 1, 2. Das hier ist die Einerstelle. Und die Spalte muss ich durchnummerieren, i. Das muss mit einer Schleife passieren. Und was da rauskommt, schreibe ich in mein Ergebnis rein, a von der aktuellen Position. Und wenn ich damit fertig bin, gehe ich zur nächsten Position. Das ist jetzt in einer Vorschleife. Ich glaube, das erzähle ich gleich nochmal, weil das jetzt doch sehr viel auf einen Schlag ist. Mit meiner Vorschleife hier grase ich das aktuelle Wort ab. 2, 3 und so weiter. Int i gleich 0. So lange wie das aktuelle Wort, das ist nämlich Baukasten von einer von i, solange wie das aktuelle Wort noch nicht am Ende ist, kopiere ich Buchstabe für Buchstabe von dem aktuellen Wort in meine Zielzeichenkette und sage, okay, der nächste geht an die nächste Stelle. Das wäre die einer Stelle ausgeben. Stimmt nicht ganz, weil da jetzt immer noch 1
ausgibt. Nicht 21, sondern 21. Muss man gleich nochmal korrigieren. Aber das wäre es bis dahin. Und dann möchte ich das und ausgeben. Das und ist, oh oh, an welcher Stelle? 0, 10, 11, das ist ja auch Stelle 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, das und steht an Stelle 23. Das heißt, so ähnlich wie dieser hier. Aber jetzt möchte ich, habe das die Vorschleife kopiert, möchte aber den haben, der an der Stelle 23 steht, da rein kopieren. Das schreit eigentlich nach einer Extra-Funktion hier. Ne? Sieht so aus, als ob man das doch über eine Funktion lösen sollte. Vielleicht gleich noch. Und jetzt möchte ich die 10er-Stelle ausgeben. Selbe Schleife, aber natürlich mit dem 10er. Ha, so einfach wäre es leider nicht. Das wird leider nicht funktionieren. 10er, 10er. Was würde dann passieren, wenn ich die 10er-Stelle so ausgeben würde? Das war viel zu schnell. Das gucken wir uns jetzt gerade mal an und dann erzähle ich dabei noch, was ich eigentlich gemacht habe. Ich brauche erstmal eine Zeichenkette, in der das Ergebnis landet. Wir nennen was E von mir aus für Ergebnis. Eine Zeichenkette, in der das Ergebnis landet. Mal ein bisschen Platz hier, 100. Also 99 Zeichen und abschließende 0. Oh, abschließende 0. Da muss ich mir gerade mal to-do. Ich kenne mich ja. Abschließende 0. Kann nicht schaden. So, jetzt gebe ich meiner Funktion hier oben, wie hieß sie noch gleich, Zahl in Zeichen. Gebe ich Zahl in Zeichen. Jetzt braucht er die Zahl, natürlich 42, und er braucht die Zeichenkette hier E. Das gucken wir uns mal in Aktion an, was nun passieren wird. Na, Locals. Ich gehe in diese Funktion rein. Step into. Hier kommt ja nur Gedöns am Anfang. Was ist der Einer? Was ist der Zehner? Der Zehner ist 4, der Einer ist 2. Na toll. Keine Überraschung. So, ist der Einer nicht 0? Wenn der Einer 0 wäre, würde ich einfach nur 40 ausgeben, nicht 42. Wenn der Einer nicht 0 ist, setze ich zu Beginn den Einer davor. 42 und nicht nur 40. Der Einer ist nicht 0 bei 42. Schön. Jetzt fange ich an zu kopieren aus meinem Baukasten die Zeile mit der Nummer 2. Baukasten Einer, die Zeile mit der Nummer 2. Das ist nämlich hier die 2. Eins nach dem anderen. Solange wie da keine 0 drin steht, fange ich jetzt an zu kopieren in meine Zeichenkette A, die ich hier nicht ganz sehe. Ich muss hier den Speicher mal aufmachen. Das Entwicklungssystem weiß hier nicht, wie groß meine Zeichenkette A ist. Ich muss es mir beim Speicher angucken. Die steht an Hexadezimal 99a. View. Na, Memory, welchen da? So. Das war 99a. 99a, also hier irgendwo fängt das dann gleich an. Hier sehen Sie es auf der linken Seite in Hexadezimal und rechts sehen Sie es als Buchstaben dann interpretiert. Auf Teufel komm raus, als Buchstabe interpretiert, was auch immer es sein mag. Also wenn hier auch eine Gleitkommazahl stehen mag, sind ja trotzdem auf der rechten Seite Buchstaben. Man weiß ja nie. Den hier muss ich mal, glaube ich, ein bisschen loswerden. Fangen wir an. Jetzt kopiert er den ersten Buchstaben hoffentlich von der Zahl 2. Da ist das Z von der Zahl 2. Das hat er da rein kopiert. P sagt jetzt, wie weit ich bin mit meiner Zeichenkette. Ich habe eben das nullte Zeichen in die Zeichenkette geschrieben. Deshalb merke ich mir, okay, jetzt kommt als nächstes das erste Zeichen in der Zeichenkette. Das Zeichen mit der Nummer 1, soll ich sagen, in der Zeichenkette. Ich hole mir aus dem Baukasten den nächsten Buchstaben der Zahl 2. Baukasten von einer. Da steht 2 drin. Ich hole mir jetzt den nächsten Buchstaben, das ist das W.
Da steht das W. Und so weiter. Das E und das I. Jetzt guckt er, was ist das nächste im Baukasten. Das nächste im Baukasten ist aber, wenn ich gucke bei der 2, die 0 am Ende von der 2. Was mir sagt, so jetzt ist auch gut, diese Bedingung wird falsch, es ist nicht ungleich 0, diese Bedingung wird falsch, er beendet diese Schleife, kommt in der nächsten an. In der nächsten Schleife guckt er sich hier bei 23, da steht das und hoffentlich, 23 steht das und, wird er dasselbe machen mit dem und, und, und dann wird er bei der 0 aufhören. Das hier mal im Alttempo, das U und das N, hier unten können Sie es sehen. Und jetzt kommt noch das D. So, das war die Vorschleife. Diese beiden ersten Vorschleifen haben nur stattgefunden, wenn ich einen habe, der verschieden von 0 ist. Nicht bei 20, nicht bei 30, sondern bei 21, bei 39 und so weiter. Wenn mein einer nicht 0 ist, mache ich das, den einer und ein und dahinter. Aber in jedem Fall, dieses hier endet das if. In jedem Fall werde ich jetzt den Zehner dahinter kopieren. Jetzt sehen Sie Baukasten von Zehner, das wird jetzt leider schief gehen. Er wird jetzt nicht 42 schreiben, sondern er wird natürlich jetzt 2 und 4 schreiben. Und fertig, er wird 2 und 4 schreiben. Er guckt ja nach bei der Zeile mit der Nummer 4, guckt er nach und findet bei der Zeile mit der Nummer 4, da sind wir, findet er die Zahl 4. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Hier darf ich nicht einfach beim Zehner nachgucken. Wo muss ich nachgucken? Ich möchte also nicht hier oben beim Eintrag mit der Nummer 2 nachgucken, in der Zeile mit der Nummer 2 nachgucken, und ich möchte hier nachgucken, da wo die 20 drin steht, 0, 1, also das ist ja ein bisschen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Statt bei 2 möchte ich bei 15 nachgucken. Statt bei 3 möchte ich bei 16 nachgucken. Statt bei 2 bei 15, das heißt 13 mehr. Ich addiere 13 drauf. Also hier müsste stehen 10er plus 13, damit ich nicht die 2 kriege, sondern die 20 kriege. Und nicht die 3, sondern die 30 kriege. Hier gucke ich, ist denn der Eintrag da schon zu Ende, die Zeichenkette? Und hier hole ich mir das nächste Zeichen raus. Könnte man schöner machen. Sie sehen, hier hole ich das Zeichen, was ich da dann gleich nochmal hole. Das ist natürlich alles andere als effizient. Schönheit kann man da noch einbauen, aber erstmal möchte ich hier durchkommen, um zu sehen, ob es überhaupt irgendwie funktioniert. Jetzt müssten zumindest die Zahlen ab 20 aufwärts funktionieren. Ich gebe hier nochmal ein paar weitere. Nehmen wir 99 und nehmen wir 50. Sodle. So, 42. Soweit ist das doch gut. Jetzt mit der 99. 99 funktioniert auch. 50. E90, was passiert da? Also hier ist einfach noch Müll im Speicher. Er hat 50 reinkopiert, aber der Rest steht da natürlich. Was ich machen sollte, steht da oben schon, abschließende 0. Ich sollte zumindest hinter das G eine 0 schreiben. Dann ist für C klar, bei dem G hört die Zeichenkette auf. Wenn danach Müll kommt, dann sei das so aus Sicht von C. Die Zeichenkette hört bei der 0 auf. Also wenn ich hier jetzt noch die 0 ans Ende schreiben würde, wenn da nicht das E stehen würde, sondern 0 stehen würde, dann wäre die Welt in Ordnung für C. Abschließende 0. Wie schreiben Sie eine abschließende 0 in die Zeichenkette? Also die Stelle P, das war ja gerade der Witz. P sagt mir, was die Nummer der Stelle ist, in die als nächstes geschrieben wird. Und das pflege ich ja immer mit. An die Stelle P schreibe ich und dann erhöhe ich P um 1. Ich schreibe in P, erhöhe P um 1 und das heißt, hier am Ende sage ich einfach schlicht und ergreifend, da wo du jetzt gerade stehst, da schreibt eine 0 rein. Fertig, das ist die abschließende 0. Und dann sind alle glücklich in C. Am Ende wird gleich die 0 stehen. Machen wir jetzt nochmal hier. Und der letzte hier. Und Sie sehen 50 und dahinter steht eine 0, wie sich das gehört. Dann folgt noch Müll, aber das ist mir egal. Wir sind in der Sprache C. Vorher steht die abschließende 0.
Okay, der Spezialfall mit 21, 21, der ist natürlich noch nicht drin. Mal gerade gucken. 21, 21, nicht gut. Das geht noch schief. Also, wenn ich ab 20 aufwärts bin und stoße dann auf einer Stelle 1, dann darf ich nicht den nehmen, sondern muss den hier hinten nehmen. Ich muss also den von der Stelle 24 nehmen. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wenn der einer nicht 0 ist, ja. Das muss ich hier also noch unterscheiden. Wenn der einer 1 ist, dann mache ich das eine. Und ansonsten, wenn der einer, upsala, wenn der einer nicht 1 ist, dann mache ich das, was ich bisher gemacht habe. Wir sehen irgendwie mit diesem For, das ist alles nicht so ganz ausgereift. Das müsste man irgendwie hübscher machen. Hier nehme ich jetzt also nicht den Einer, sondern aber daneben zählen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ich wähle das Ding, was an der Stelle 24 im Baukasten steht. Damit er nur 1, nicht 1, sondern damit er nur ein sagt. 21, nicht 21. Wenn der eine gleich 1 ist und ansonsten macht er das, was er bisher gemacht hat. Mal sehen. 21, so sieht das richtig aus. Also das ist jetzt ersetzt, das, was ich vorher hatte. Vorher hatte ich das, was jetzt im Else steht. Ich nehme immer das aus dem Baukasten, was an der Stelle vom Einer steht. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Aber das ist ja für 1 falsch. 21, nicht 21. Wenn der Einer gleich 1 ist, muss ich das anders machen als bisher. Und das macht es jetzt anders. Ich hole mir den Text ein. Der steht an der Stelle 24. An der Zeile, auf der Zeile mit der Nummer 24 in dem Array. Von da hole ich mir den Text. Da steht ein. Wenn der Einer gleich 1 ist, kopiere ich ein rein. Wenn der Einer nicht gleich 1 ist, dieses else, kopiere ich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rein. Ja, und das und kommt hinter dem else. Also hier ist das else zu Ende. Ich habe ein geschrieben oder 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 geschrieben. Hier ist das else zu Ende. Danach schreibe ich das und. Das wird schon sehr unübersichtlich. If for. So, jetzt auf die Schnelle noch 0 bis 19. Das Schöne ist 0 bis 10, 11, 12. Die sind ja schon fertig. Die gebe ich einfach so aus. Also, wenn der 10er größer gleich 2 ist, das ist dieses if hier. Das endet da. Else. Wenn der 10er, ach, das brauche ich gar nicht so. Wenn meine Zahl, z hieß sie, ne? Wenn meine Zahl z kleiner gleich 12 ist, dann kann ich ja direkt kopieren. Auch das ist geschenkt. Wenn meine Zahl kleiner gleich 12 ist, kann ich direkt aus dem Baukasten kopieren. So sah das ungefähr aus, ne? Das können wir da noch reinpacken. So, aber aus dem Baukasten will ich jetzt die Zahl Z. So, damit haben wir das erledigt. Was jetzt fehlt, ist von 13 bis 19. 13 und so weiter. Ah, okay. Halt nehmen wir erst die ganzen Spezialfälle raus, die jetzt noch bleiben. 16 und 17 sind die Spezialfälle. Wenn Z gleich 16 ist, dann muss man jetzt eben brutal kopieren. Überlege, 16 und 17 stehen ja hintereinander. Die könnte man auf einen Schlag erledigen. Wenn z gleich 16 ist oder z gleich 17 ist, kopiere ich auch, aber ich muss ein bisschen umrechnen. Mal gerade gucken. Z minus 16 ist 0. Wenn, ah ne, das machen wir nochmal anders. Das hat eben auch anders geklappt. Ich muss jetzt umrechnen. Wo steht die 16, wo steht die 17? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Die 16 steht an der Stelle 13 und die 17 steht an der Stelle 14. Ich möchte also 3 abziehen. Wenn ich die 16 ausgebe, möchte ich 3 abziehen, dann habe ich die Position von dem, wo die 16 steht. Die steht ja da, wo die 13 hingehört hätte. Also minus 3. Wo bin ich hier? Beim 16 und bei 16 oder 17 soll ich sagen, gucke ich 3 Stellen davor und bei allen, die jetzt übrig bleiben,
muss ich zusammenbauen, sonst viel 10. Also ich beende das Ganze, indem ich, oh, 10, 10, 10 haben wir auch, doch, 10 haben wir natürlich auch. 10 kopieren, damit beende ich das Ganze, so und so viel 10, also hier, den hier, das sollte wirklich allmählich mal eine Funktion werden, diese Vorschleife, das sieht doch sehr ungemütlich aus. Die 10 steht auch an der Stelle 10, dankenswerterweise. So kopiere ich die 10 dahinter. Und jetzt will ich noch die einer Stelle davor kopieren. 1, na, so, hier die einer Stelle davor kopieren. Wenn ich jetzt hier nicht ständig diese Vorschleife hätte, wäre es vielleicht sogar überschaubar. Das wäre eine schöne Hausaufgabe. Ersetzen Sie die Vorschleife durch einen netten Funktionsaufruf. Dann müsste es halbwegs überschaubar werden. Ich schreibe hier noch mal ein paar Testfälle dazu, weil ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich wirklich jetzt alles erwischt habe. Mal vorne einen, die 7 und dann hier nochmal dazwischen die 13 und dann nochmal dazwischen, was waren der Sonderfälle, 17. Die müssten jetzt ja dann funktionieren, wenn ich da durch bin. Den hier unten brauchen wir nicht mehr. So. 7, ja. 13 auch einverstanden. 17 sieht auch richtig aus. 21 hatten wir eben schon. Könnte funktionieren. Hausaufgabe, ersetzen Sie die Vorschleifen durch jeweils einen schönen Funktionsaufruf. Und was jetzt auch noch fehlt, ist die Zeichenkette A denn lang genug, um die ganzen Zeichen aufzunehmen? Ich darf ja nicht über das Ende hinausschreiben. Das ist jetzt aber eigentlich nicht so ein Drama. Ich kann mir immer dieses P angucken. Wenn ich mit meinem P inzwischen zu weit oder versuche ich zu weit zu gehen, das könnte man sich jeweils angucken.